Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Bloodborne. Guck mal, wer wieder da ist. Der Mann im Rollstuhl. The moon is close. It will be a long hunt tonight. If the beasts loom large and threaten to crush your spirits, seek a holy chalice, as every hunter before you has. A holy chalice will reveal the tomb of the gods, where hunters partake in communion. Most of the holy chalices lie deep within the tomb of the gods, and the few that found their way to the surface were lost again in the hands of men. But if the old hunter tales remain true, one of the holy chalices is worshipped in the valley hamlet. Yet the town is in disarray. It was burned and abandoned for fear of the scourge, home now only to beasts. The perfect place for a hunter, wouldn't you say? One of the holy chalices is worshipped in the valley hamlet, a town of beasts. The perfect place for a hunter. Okay. Wir haben das letzte Mal ja dieses Werkzeug gefunden. Verstärkte Waffen mit Blutedelsteinen. Blutedelsteine verleihen Waffen besondere Eigenschaften. Könnte ich jetzt meinen gewundenen Gehstock nehmen und siehe da, ich habe zwei mäßige Blutedelsteine plus 1. Dieser hier gibt mir physischer Angriff plus 1,1%. Und dieser hier gibt mir physischen Angriff plus 1,1% und dauerhafte GP-Gewinn plus 1. Ja, das ist ein Supi. Dann tun wir den doch mal rein. Kann ich den auch noch? Ne, ich kann nur einen. Dann machen wir doch den da rein. Gut. Wir sehen es in der Mitte, das leuchtet auf, das passt. Und dann verstärke ich diese Waffe noch. Ich habe 20 Scherben. Dann bin ich hier auf 99 Schaden. Ich hatte nicht 20, oder? Ach, ich brauche Zwillingsblutsteinscherben. Gut, dann upgrade ich noch den Sägespeer, wenn ich die anderen dafür nicht brauche. Bräuchte ich auch wieder 8. Dann ist die auf plus 3 und die ist auf plus 2. Das ist gut. Die Jägerpistole brauche ich nicht upgraden, weil die ist ja nicht dazu da, um Schaden zu machen, sondern die ist dazu da, um Gegner zu stacken. Das große Problem im Moment ist, die Puppe ist weg. Ich bin mir nicht sicher, wo die ist. Weil sie überhaupt hier irgendwo ist. Ihr wisst ja, ohne die Puppe kann ich nicht leveln. Und ohne leveln ist ein bisschen doof. Besonders wenn man mit 11.607 Blutechos rumrennt. Das ist gemein, dass die jetzt nicht hier ist. Gut, wir machen trotzdem im Kathedralenbezirk weiter. Ist mir jetzt egal, ich werde schon keine 12.000 Seelen verlieren. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wo es da unten weitergeht. Ihr seht jetzt übrigens oben links bei meinen Molotow-Cocktails dieses Icon. Was bedeutet, dass ich dauerhaften GP-Gewinn habe. Das finde ich gut. Der Dropback ist super cool, das ist super. Okay, die gehen mit der Waffe schon fast ein bisschen besser vonstatten. Weil da eben der Blutstein drin ist. Ich hätte den anderen Blutstein in die andere Waffe reinfassen können eigentlich. Das habe ich jetzt vergessen. Ah, oh, das sind schon wieder Hundis. Ich mag keine Hundis.
Zumindest mache ich die Hundis nicht. Normale Hundis sind awesome. Aber nicht diese Hundis. Boah, die machen Schaden. Was ist denn hier kaputt? Warum macht die so viel Schaden? Da haben mich die so gut erwischt oder was ist das? Warum? Bin total baff und überfragt im Moment. Oder hatte der Hund damit was zu tun? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die ziemlich reingehauen. Die Tür ist schon zugewachsen, so alt ist die. Geist Prime nicht ansehen. Ich bin ziemlich sicher, dass da einer gestorben ist. Aha, da liegt ja noch was. Kaltbluttau, das ist auch gut. Molotov-Cocktails, 4 Stück. Ich war vorhin schon am überlegen, ob ich im Traum der Jäger nicht welche kaufen sollte, aber musste ich gar nicht. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass der aufsteht. Ha. Ich habe mir schon gedacht, dass ich hier nicht alleine bin. Wissen Sie es verrückt? Das ist nur dazu da, um meine, wie hieß es, Einsicht zu erhöhen. Das ist eigentlich der Wert für Multiplayer. Wie oft ihr Leute zur Hilfe holen könnt, wie oft ihr investieren könnt und so weiter und so fort. Dafür braucht ihr Einsicht. Gibt's hier nichts mehr? Wirklich? Okay. Dann gehe ich halt wieder. Dann muss ich doch bei diesem netten Herrn da oben weiter, so wie es aussieht. Und ich bin ziemlich nett, ziemlich sicher, dass der nett ist und mich zum Kaffee einlädt. Bin ich mir ziemlich sicher. Hui! Hallöchen! Hollerie, hollera, hollera. Wow! Deswegen sind hier so viele gestorben, wegen den Wuffis. Na, Schnubbel, komm. Komm, Schnubbel, komm. Immer gut, wenn man durch Objekte durchklippen kann und der andere kann mich schlagen, aber ich... Das finde ich gut. Hops! Du bist der mieseste Schütze, den ich jemals gesehen habe. Ganz ehrlich. Kriegst du über Kugeln. Wunderbar. Brauche ich. Sollte mir eine Kerze auf dem Hut kleben. Bräuchte ich die Fackel nicht halten. Ein Geheimgang unter einem Sarg, wie klischeehaft. Wissen des Verrückten. Okay, hier könnte ich wieder runterspringen, aber da oben war auch noch ein Weg. Es gibt so viele Wege im Bloodborne, das ist doch Hammer. Das ist wie ein Demon's Souls, nur anders. Aha, was ist das? Der Knitter hier, Mann. Ist das ein NPC? Ist das ein Feind? Nee, das, mit dem kann ich hundertprozentig reden, oder? Anvisieren kann ich ihn nicht. You're a beast hunter, aren't you? I knew it. That's precisely how I started out. Oh, beg pardon. You may call me Alfred. Protégé of Master Ligarius. Hunter of Vile Bloods. So, what say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things we've learned? Hm, kooperieren? Ich kooperiere mal. Oh, very good. Very good indeed. Take this to celebrate our acquaintance. Feuerpapier.
beten. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. There must be oodles for us to share. Go on, just tell me what piques your interest. Über die heilende Kirche reden. Ah, das ist cool, man kann jetzt endlich aussuchen, über was man reden will. As you know, the healing church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral. And that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing and the church is willing, you should pay them a visit. Über Bürgenwerte. Bürgenworth is an old place of learning. And the tomb of the gods, carved out below Yharnam, should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bürgenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bürgenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bürgenworth forbidden ground. It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Okay, das ist eine gute Alfred. Ich denke mal, den werden wir später sehen. Es könnte jetzt vielleicht sein, dass das unser so leer wird. Bin mir nicht sicher, aber da haben wir Feuerpapier gegeben, was immer das sein soll. Feuerpapier. Grobes Papier, das Waffen beim Reiben Feuer verleiht. Ein Jägerwerkzeug aus der Werkstatt. Seit der Tragödie in Alt-Yharnam betroffen hat, ist Feuer ein Bestandteil der Bestienjagd, um Unreinheit zu läutern. Bestimmte Arten von Bestien haben extreme Angst vor Flammen. Ich tue mal die Spiele raus, ich glaube nicht, dass ich die noch brauche. Ah, okay, das ist quasi, damit ich meine Waffe in eine Flammenwaffe verwandeln kann. Könnte praktisch sein, wenn ich keine Mollys mehr habe. Es ist hier stockfinster, das ist der Wahnsinn. Okay, dann bleibt nur noch der Gang unter dem Sarg. Weil das hat man eben so. Das ist ja sehr geräumig unten. Ja, Klaustrophobie, hallo, ich komme. Überall diese ekelhaften Statuen. Was es damit wohl auf sich hat? Mäßigungsblut. Vorsicht vor Bestie. Ich habe keine Angst vor Bestie. Ich bin für den Ghostbuster. Ja, ist er das gute Beastie? Puff! Es wäre super cool gewesen, wenn er das Feuer gefangen hätte. Man muss eigentlich nur flinker sein als die. Und Zeichen oben neben dem Molotow-Cocktail, was ich eingebaut habe, das ist plus 1 GP. Das ist quasi wie so ein Heilring aus Dark Souls. Er stellt ganz langsam die maximale Lebensenergie wieder her, ohne dass er eine Blutviole braucht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber es ist so gottverdammt dunkel. Gottverdammt dunkel. Ich möchte mal wissen, wie viel Kisten, Urnen und sonstige splitterbare Objekte sie in dieses Spiel eingefügt haben. Ja? Das würde mich echt interessieren. Wir haben ein halbes Jahr damit verbracht, 50 Milliarden Kisten zu platzieren. Ach je. Das ist ein altes, morsches Treppenhaus. Gegengift, Gegengift. Endlich mal was Nützliches, was man brauchen kann. Warte mal. Kleine Medizintabletten, die Gift entgegenwirken. Damit wird
Aschblut behandelt, die rätselhafte Krankheit, die Altianem vor langer Zeit heimsuchte. Diese Tabletten sorgen nur für kurzzeitige Linderung. Die Aschblutkrankheit löste schon bald die Ausbreitung der Bestienplage aus. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass die Leute mit irgendetwas infiziert sind. Powered by Umbrella. Nee, bestimmt nicht. Wäre aber cool, so eine mittelalterliche Umbrella. Pharmazeutika. Dingens. Ja, hab's gesehen. Kräftiger Blutcocktail, was das ist, wissen wir. Yes, eine Laterne. Warte mal, ist das eine Sackgasse hier unten? Ach nee, hier geht's weiter. Ich will nichts sagen, aber es sieht nicht sehr einladend aus. Feuer ist effektiv. Effektiv gegen was? Die Stadt ist längst verlassen. Jäger sind nicht erwünscht. Wenn ich jetzt den Bosskampf auslöse, fange ich schreien. Habe ich die Lampe aktiviert? Ah, ich bin innen in meinem Kopf. Altian. Old Yharnam, burned and abandoned by men, is now home only to beasts. They are of no harm to those alive. Turn back, for the hunter will face the hunt. Okay, das ist eine deutliche Ansage. Dann würde ich mal sagen, ich drehe einfach nochmal um. Oh, da ist ja der Kelch. Ah, nee, eine Kerze. Okay. Ich habe mich getäuscht, das hat jetzt ausgesehen wie ein Kelch mit diesem Lichtschein, aber es war dann doch kein Kelch und ich bin verwirrt und oh, Dunkelheit, oh nein, oh mein Gott. Yes, die Puppe ist wieder hier, wunderbar. Ich habe doch hier noch irgendwo Blutechos, was ich essen kann. Kaltbluttaumer ich natürlich. Gib mir nochmal 1000 Stück hinzu. Habe ich da noch welche? Nee. Gut. Welcome. What is it? Wir leveln. Vitalität, Ausdauer und Geschick. Mehr geht nicht. Das sind es 3 Level. 16, 15, 19. Das passt. Dann haben wir jetzt genau 100 Ausdauer. Farewell, nicht schlecht. Hunter. Ich noch mal, ob ich vielleicht eine Waffe upgraden könnte. Der Mann im Rollstuhl ist wieder weg. Nee, kann ich nicht. Brauche ich 8. Okay, liebe Leute, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge von Bloodborne. Dann wird der Jäger zum Gejagten. Ob das so stimmt? Wir werden gucken. Ich habe da so ein paar Tricks auf Lager, ne? Wenn es euch gefallen hat und ihr Sache unterstützen wollt, gebt der Sache einen Daumen, abonniert, kommentiert und ich sage wie immer, ich bin euer Zagorn. Bleibt mir wundervoll, bleibt mir sexy. Stay tuned. And so long.